Hallo ihr liebenden und mutigen Seelen, vor allen Dingen ihr liebenden und mutigen Krieger des Lichts. Ich grüße euch ganz herzlich zu einem kleinen Jahresimpuls, also in dem es um die Kraft jetzt des Jahres geht und ja, wie wir das vielleicht für uns nutzen können, vielleicht was so ein bisschen, wo wir sehen können, das kommt so auch von systemischer, kollektiver Seite vielleicht auf uns zu. Was braucht es in uns, um diesen Bewegungen zu begegnen? Da möchte ich dir jetzt hier ein paar Impulse geben, also aus schamanischer und systemischer Sicht. Und wenn du dir astrologische Unterstützung wünschst, ich oder damit gut was anfangen kannst, also mit planetaren Konstellationen, verlinke ich dir hier mal einen Blog von einer ganz tollen Kollegin, die Ilona Krämer, die in ihrem Neumond-Podcast, wie ich finde, also zum 11.01. sehr gut die Initiationsenergien des Jahres eingefangen hat. Wir haben jetzt ja große initiatorische Tore, das ist der 8.01., also heute, also wo wir in die Kraft der 8 gehen mit dem Neuschöpfungsimpuls und der 1. Und dann ist es eben wie in jedem Monat das 11.11er-Tor, also hier am 11.01. ein großes Portal, ein Meisterportal, wo sich also im Prinzip die neuen Energien in die Welt gießen, so, die jetzt also von der Wintersonnenwende gereift sind und jetzt also quasi Fahrt aufnehmen. Und da finde ich es doch ganz passend, dass wir zum 8.1. also diesen Bauernaufstand haben oder die Bauernaufstände, die ja auch sehr viel Solidarität erfahren. Und das bringt uns eigentlich schon also zum Thema also des Jahres, nämlich der Begegnung mit unserer ureigenen Kraft. Ja, also dem Jahr der 8, wo wir also mutig dem Löwen ins Maul schauen und uns nicht mehr einreden lassen, dass wir gar keine Chancen haben. So. Und das heißt, wir gehen in die Eigenermächtigung, wir gehen in die eigene Autorität und wir lassen uns also vor allen Dingen eben nicht mehr so sehr von anderen Autoritäten in die Knie zwingen. Ja? Nach dem Motto, solange du die Füße unter meinen Tisch steckst. Das sind ja so Sätze, die kennen wir alle aus unserem Elternhaus. Wir werden also an unseren Bedürfnissen über irgendwelche Autoritäten erpresst. Also wenn du nicht so bist, wie ich dich haben will, dann erfülle ich dir deine Grundbedürfnisse nicht. Und jetzt sagen wir halt einfach, es reicht. Wir machen das nicht mehr mit. Und natürlich ist das eine Bewegung, wenn man die jetzt mal systemisch begreift. Da waren ja jetzt auch gerade viele vor, also gerade in den Truther-Foren und so, sehe ich da also das. Also warnende Posts, dass diese Aufstände eben gelenkt sind, dass die gewollt sind und ne, dass wir uns also in eine Bewegung ins Chaos hinein befinden oder in einer Bewegung ins Chaos hinein und dass dieses Chaos eben gewollt ist, denn nur wenn Chaos ist, kann man natürlich eben Notfallpläne greifend machen und naja, ihr könnt euch den Rest hoffentlich denken. Das heißt, erst wenn sehr dysregulierte Zustände da sind, kann ich mit einer sehr starken Regulation eingreifen. So. Ich sehe das aber nicht so kommen. Natürlich ist das ein Pol, den man im Auge behalten muss. Und ein nächster Pol ist natürlich dabei, da waren ja auch viele vor, dass eben sehr viele radikalisierte Gruppen sich sozusagen diese Aufstände eben zunutze machen wollen und ja, deswegen müsste man also im Prinzip diese ganzen Aufstände verbieten. Aber das ist ja keine wirklich gute Argumentation. Also sicherlich ist das so und sicherlich ist auch das ein Schattenpol, den man sehen muss. Aber trotzdem wäre das so, als ob man einen Unterricht verbietet, nur weil einer in der Klasse irgendwie rumspinnt. Und deswegen den Unterricht für alle verbietet. Ja, also das sehe ich nicht so. Ja, natürlich gibt es eben diese Bestrebungen, die eben ein Chaos herbeiführen wollen und die auch radikalisierte Sachen da herbeiführen wollen. Aber das sind wenige. Also ich wollte im ersten Versuch des Videos, habe ich gesagt, das will kein Arsch. Aber ich glaube, es gibt schon ein paar Arschen, die das wollen. Ja, aber viele wollen es also nicht. Und was ich eigentlich sehe, ist, dass wir viel Solidarität einander zeigen und bekunden lernen, auch da drin. Man kann alles als Ausrede für seine Feigheit auch nutzen. Und wir können auch sagen, okay, systemisch, ja, wahrscheinlich bringt es nicht so viel. Die Lobbys haben ganz viele Sachen so gestrickt, dass es scheinbar unmöglich scheint, sich aus dieser Gewaltherrschaft zu befreien. Aber wir werden es schaffen, wenn wir mit der Kraft des Herzens gehen, ja. Und mit der Kraft des Herzens zu gehen, also das heißt hier der Rosengürtel, ja, das also und eine sehr weibliche Kraft, die hier dem Löwen ins Maul schaut, wenn wir die wirklich für uns nutzen lernen, dann werden wir also in unsere Selbstermächtigung kommen auch und werden also uns unserer Macht erinnern. Es ist ja nicht mal so, dass wir uns unsere Macht zurückholen müssen, wir haben sie ja so.
und einfach diese Macht für uns auch besser nutzen lernen. Darum geht es, denke ich, in diesem Jahr. Und wir werden also sicherlich mit Löwen konfrontiert sein, die uns wieder anbrüllen, ja, während wir also quasi unsere eigene Löwenkraft entwickeln. Diese Löwenkraft hat sehr mit diesem Thema des gebrochenen Willens zu tun. Das sehen wir vor allen Dingen im deutschen Sprachraum, ne? Gerade die Deutschen, die regen sich ja ständig über sich selbst auf und über ihre Landesgenossen, ja. Also ist ja egal wie. Deutschland, das Land der Nörgler und der Entrüster, ja, sozusagen bei gleichzeitiger Aufrüstung. Finde ich immer geil. Aber das ist halt sehr im Deutschtum verankert irgendwie, ja. Also, dass wir halt sagen, ja, und hier so die Deutschen, das ist ja so und so. Also, da schauen wir auf Frankreich und schauen, ja, der Franzose, der würde sich das nicht bieten lassen, der Deutsche macht es schon. Und wir lernen wieder, uns unliebevoll zu begegnen, uns also im Trauma zu begegnen. Ja, warum ist es denn so? Warum können wir das, was die Franzosen können, nicht so einfach? Weil wir gelernt haben, unser Land zu hassen, weil wir gelernt haben, dass es nicht gesund ist, unser Land zu lieben, dass wir gelernt haben, dass wir böse sind, wenn wir das tun. So. Und wenn ich also ein solches Selbstkonzept als Nation habe, naja, dann ist es natürlich schwierig, dieses Land auch in irgendeiner Form zu schützen, zu verteidigen oder wie auch immer. So, weil dann bin ich ja quasi in so einer Hassliebe mit meinem eigenen Land verbunden. So. Und das ist sehr, sehr ungesund. Es ist auch sehr ungesund, darüber zu schimpfen. Das heißt, wir sollten uns eher damit beschäftigen, warum das so ist in uns. Wie wir so tiefen Schuld und Scham traumatisiert worden sind mit unserem eigenen Land, ja, mit unserer eigenen Heimatliebe, dass wir das nicht mehr dürfen. Und dass, ja, wir jetzt also quasi sogar davon ausgehen, ja, wenn jetzt also quasi da einer ist, der das halt also in sehr radikaler Form macht, dann müssen wir halt sozusagen gleich alles absagen. Das sind Kinderstrategien. Das ist nicht in der Selbstermächtigung, das ist auch nicht in der Balance. Und naja, spannende Sache auf jeden Fall. Also das heißt, was ich auch sehe, ist, dass das psychologisch total wichtig ist. Das heißt, selbst wenn man sagen kann, systemisch, bringt es vielleicht nicht viel. Ja, das mag sein, das ist kein unberechtigter systemischer Einwand da. Muss ich trotzdem sagen, dass es psychologisch, traumapsychologisch und auch soziologisch enorm viel bringt. Das heißt, wir lernen hier unser Schuld- und Schamtrauma zu überwinden von dem, was wir zutiefst gelernt haben, nämlich der Klügere gibt nach, ja? Und du darfst nicht mit dem nackten Finger auf angezogene Leute zeigen. Jetzt sind wir aber so ausgezogen worden, dass wir also wo viele Leute zumindest nicht mehr als den nackten Finger haben und sind also von sehr gut angezogenen Leuten sehr gut ausgezogen worden, sodass wir jetzt also quasi an einen solchen Rand gedrängt worden sind, sodass das jetzt egal ist. Das heißt, wir brechen hier mit einer gesellschaftlichen, völlig ideologisch verzerrten Höflichkeitsdoktrin, die uns halt weismachen will, es sei nicht klug, das Böse aufzuzeigen, ja, dass wir alles hinnehmen müssen, dass wir uns also sämtliche Ungerechtigkeiten bieten lassen müssen. Gerade in der spirituellen Szene ist das ja sehr, sehr groß, diese Lobby von Täterschutz, ja. Also ein spiritueller Mensch, der redet nicht über das Unrecht, er sagt nichts über das Unrecht. Das ist aber die Argumentationsweise von Pädophilen. Ich habe dazu schon ein ganzes Video gemacht. Ja, sag's nicht Mama und Papa, ne? Sonst schämen die sich wegen dir. Ja, also sag niemandem, was dir angetan wird. Das darfst du nicht machen. Das ist also sehr tief in uns verankert. Und gerade in der spirituellen Szene sehe ich das auch immer wieder. Das ist also quasi, dass die Geschichte des Opfers und also alles, was daraus entwickelt, zu seiner Geschichte allein gemacht wird und der Täter offenbar gar keine Verantwortung mehr hat. Das heißt, also traumapsychologisch muss die spirituelle Szene echt verdammt viel dazulernen. Ja? Also es ist sehr ungesund, wie dem da begegnet wird. Und so kann auch ein Trauma nicht heilen, so kann eine sehr schwierige Geschichte nicht heilen, wenn ich also quasi die ja gar nicht aussprechen oder sowas darf, ja, weil da also so viele Konzepte drin sind, von wegen, ja, das darfst du jetzt alles nicht fühlen oder sagen. Also so kann ich das ja gar nicht überwinden. Naja, und so werden wir also eben in diese sehr großen gesellschaftlichen Korrekturprozesse jetzt eintreten. Wir werden also in unsere Löwenkraft treten, während wir also quasi auch von anderer Seite mit dem Löwen immer mehr konfrontiert werden. Das heißt, wir werden immer mehr an den Rand getrieben auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es gut, weil wir auch hier lernen, eben zum Beispiel auch, also eben wie gesagt, dieses Schuld- und Schamtrauma zu überwinden. Wir lernen, wie idiotisch es ist, dass also quasi es eben nicht ein Ausweis von Klugheit ist, ständig nachzugeben.
Also das Schlimme auf der Welt ist ja bekanntlich nicht die Stärke des Bösen, sondern die Schwäche des Guten. Also wenn sich das Gute nie zu Wort meldet und das Böse sozusagen ungehindert seinen Weg sich bahnen kann, naja, was soll denn daraus werden? Es ist nicht klug, es ist kein Zeichen von Klugheit sozusagen, die Dummheit der anderen zu akzeptieren und nicht aufzuzeigen. Und so kann auch keiner lernen. Es ist so, wenn wir in der Schule wären, als wenn wir sagen würden, okay, die Lehrenden, die setzen sich jetzt bitte in den Unterricht und die Erstklässler machen Unterricht. Ja, und unterrichten halt, was weiß ich, eins und eins ist gleich acht, ja, weil sie das halt gerade so glauben, weil sie ja noch gar nicht rechnen gelernt haben. Und jetzt sollen sozusagen die, die eigentlich wissen, wie es geht, aber sich von denen unterrichten lassen. Das ist ziemlich dumm. Das heißt, wir haben die Pole verkehrt und das ist auch das, was wir jetzt also immer mehr auch bereinigen werden. Also es wird immer mehr zur Polumkehr kommen. Wir gehen in das Prinzip des Gehängten. Ja? Das habe ich schon in einem anderen Video gesagt. Ich verlinke es dir hier nochmal drunter. Jetzt, wo ist er hier, der Gehängte? Moment. So viele Karten. Wo ist er hin? Das heißt, also die letzten werden die ersten sein, beziehungsweise was unten war, wird oben sein, was oben war, wird unten sein. Also der Gehängte, dem haben wir ja auch schon im letzten Jahr mit diesem Prinzip immer wieder auch also Kontakt in dem Pol gehabt, dass also quasi gerade die zum Beispiel, die sich eingesetzt haben für Wahrheit, dass die halt also gehängt wurden von der Gesellschaft. Und jetzt wird es immer mehr so sein, dass wir mit diesem Prinzip Kontakt aufnehmen. Das heißt also, wir werden wieder festen Boden unter den Füßen bekommen, alle die, die in den letzten Jahren sehr gehängt worden sind, ja. Und werden also zum Tanzenden mit dem Nimbus. Und ja, so wird also quasi das, was uns mal gehängt hat, werden wir jetzt also immer mehr sehen, dass das uns auch in die Selbstermächtigung wieder bringt. Also das ist eine Bewegung, die hier drüber liegt, über diesem Jahr der Acht. Und das ist eine ziemlich spannende Bewegung. Das heißt, es wird viel kosmischen Rückenwind auch geben, also für die, die sich angebunden haben an ihre Herzkräfte und die sich also von Mut zur Wahrheit lenken lassen, ja, und die also böse Spiele nicht mehr mitmachen. Ja, wir haben in den letzten Jahren viel geopfert. Es sind jetzt viele Krabben aus dem Krabbenkochtopf der Mental Crab Mentality ja, rausgekrabbelt. Und wir stehen jetzt da oben und wir leben noch, auch wenn wir viele Federn gelassen haben auf diesem Weg. Ja. Also viele der Pioniere der letzten Jahre haben unglaublich viel geopfert, sind durch krasse Shitstorme durchgegangen. Ging mir auch so, es war ein unendlich harter Weg. Und also echt war krass, ja. Aber schlussendlich habe ich es irgendwie geschafft. Ich habe überlebt. Ich meine, kein Mensch weiß, was noch kommt. Es ist nicht leicht, sich mit diesen großen Milliardenmaschinen anzulegen, die halt sehr bestrebt sind, den Menschen diesen spirituellen Deepfakes zu halten. Aber natürlich ist das nicht leicht, sich als einzelne kleine Frau dagegen durchzusetzen. Ja, also, aber gut. So. Die Fackel der Wahrheit leuchtet halt und ich hoffe, sie leuchtet auch in dir. Und ich hoffe, dass auch mein Kanal dir dabei helfen kann, also deine Fackel der Wahrheit zu entzünden. Denn so werden wir quasi also selber zum Fackelträger und wir können wieder andere Funken anmachen und auch die wieder zur Fackel machen. Und so wird irgendwann hier alles erleuchtet werden in den Feuern der Wahrheit. Es wird noch eine ganze Weile dauern und es wird also, wie gesagt, sehr, sehr viele Bewegungen geben, noch auch in den nächsten Jahren, wo sich das Alte immer mehr abbaut, diese pathologischen Strukturen auf sich selbst zurückfallen und ja, die Symptome halt immer mehr zur verursachenden Struktur zurückfinden. Und ja, also mit dem und den Auswirkungen Bekanntschaft machen, also denen sie den Weg gebahnt haben, ja, ob in der Bildungsmisere, sage ich mal, ja. Also wir haben es ja gewusst, also es war doch klar, was damit errichtet wird. Es gab so viel Forschung auch zum Thema ganzheitliches Lernen, Digitalisierung und so weiter und so fort. So viele Leute haben gesagt, mach das nicht. Und jetzt schneidet Deutschland so schlecht wie noch nie in der PISA-Studie ab. Also es gab aber ganz viele Menschen, die schon gesagt haben, warum das so ist, was falsch läuft an unseren Schulen. Aber die wollten halt nie gehört werden. Und so werden eben jetzt auch vor allen Dingen die Lehrenden, ja, die also quasi sehr komische Sachen durchgesetzt haben, werden immer mehr damit konfrontiert sein, dass sie also quasi jetzt ja schon fast amerikanische Verhältnisse an ihren Schulen haben.
So, also wir müssen neue Wege finden, während sich das Alte abbaut. Und ja, so werden wir das überall sehen und die Kraft des Löwen wird in uns also erstarken, immer mehr. Wir werden auch lernen, dass wir einander an die Hand nehmen, selbst wenn eben nicht alles passt, dass wir, wenn wir in unserer Kraft wirklich sind, dass wir dem anderen seine Kraft nicht mehr neiden müssen. Wenn ich also sehr in dieser Mental Crab Mentality noch bin, wenn ich also sehr traumatisiert bin, dann geht das nicht. Also wenn ich noch sehr glaube, dass man eben nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen darf, dann muss ich das natürlich auch jedem anderen erzählen, der das macht, weil das mein Glaubenssatz ist. Und das ist ein Zeichen von Trauma, dass also quasi der traumatisierte Mensch immer versucht, alle anderen in sein Trauma reinzuziehen. Weil wenn du dich nicht so verhältst nach der Wirklichkeit des traumatisierten Menschen, dann wird er Angst bekommen. Und er wird also diese Angst nicht in sich lösen, versuchen, ja, sondern er wird einfach, also er wird sich nicht fragen, boah, krass, ja, die zeigt hier was Dunkles auf, so wie notwendig das ist oder so, das wird er sich nicht fragen können, sondern er wird einfach nur merken, gerade wenn er sehr in der spirituellen Hirnwäsche ist, boah, krass, damit kann ich gar nicht. Also vor allen Dingen, wenn du deine Lebenskraft entzündest, dann wirst du traumatisierten Menschen sehr Angst machen, weil sie gelernt haben, vor ihrer eigenen Lebenskraft Angst zu haben oder vor der Lebenskraft an sich. Und das sind dann eben diese Pissnelken, die dann immer kommen mit, du darfst das nicht. Und also quasi die ganze spirituelle Hirnwäsche, die sie so gelernt haben, abspulen, ja, mit den immer gleichen Sätzen. Daran erkennt man sie auch gut. Es sind immer dieselben Phrasen, die sie benutzen. Scheinbare Totschlagargumente, die bei genauerer Betrachtung totaler Bullshit sind, ja. Also sie versuchen dann immer dich und deine Individualität und deine Kraft zu verurteilen, während sie dir sagen, du dürftest nichts beurteilen, ja, und schon gar nicht verurteilen. Verurteilen sie dich total krass, sehen gar nicht, in welcher Doppelmoral sie drin sind, weil ihnen deine Lebenskraft so viel Angst macht und weil sie also sich das nicht erlauben können und dir nicht erlauben können. Das ist eben dieses Quatsch, Crap Mentality. Mal googeln. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, wirklich. Ja? Und da wirtschaften sich jetzt also ganz viele raus aus diesem Krabbenkochtopf und haben sich in den letzten Jahren schon rausgewirtschaftet. Und andere fangen jetzt an. Es wird also mit Sicherheit ein Jahr sein, wo also wir vor allen Dingen im deutschen Sprachraum sehr viel Heilung erleben werden von diesem gesellschaftlichen Trauma. Aber es wird viel über Überkorrekturen gehen noch. Also wo dann eben, ja, also eben habe ich das gar nicht mehr gemacht. Ich habe mich also, oder ich habe mich total angepasst und dann mache ich es gar nicht mehr, ja. Das ist auch, das ist getrieben, das ist keine wirkliche Freiheit, das ist kein freier Impuls, ja. Aber es ist wichtig für den Heilungsweg. Das pendelt sich dann irgendwann in der Mitte ein. Also ein spannendes Jahr, dem wir da begegnen. Bin ich wirklich sehr gespannt. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich dir, dass die Löwenkraft in dir gut erwacht. Dafür brauchst du eben vor allen Dingen Selbstverantwortung. Es geht nicht ohne Selbstverantwortung. Ja, darüber habe ich schon im letzten Video gesprochen, also von der 7 zur 8 verlinke ich dir. Da sind auch ganz, ganz viele Impulse noch drunter und andere Videos, mit denen du es vielleicht etwas leichter schaffst, in deine Selbstverantwortung zu kommen. Es geht wirklich sich darum, also von diesem Kindernörglertum zu entledigen und das Nörglertum wieder auf einen erwachsenen Platz zu setzen. Ja, natürlich haben wir ein Recht zum Widerstand. Das ist sogar in der Verfassung verankert. Ja, so. Und wenn ich also einen Chef in meinem Unternehmen habe, der also quasi nicht mehr im Sinne für mich wirtschaftet und der also quasi seine Macht nur noch so einsetzt, dass er ein Unternehmen hier zugrunde wirtschaftet, dann muss ich natürlich mal sagen dürfen. Und das ist auch ein Akt der Selbstermächtigung und der Autorität und auch des Selbstschutzes und der kollektiven Verantwortung zu sagen, so geht es nicht, lieber Chef. Das wird so nichts, ja. So. Das heißt, das sind wir auch unseren Kindern schuldig. Also, ja, oder wir verlassen alle dieses Land. Ich weiß es nicht, ja. Und also, ich meine, das machen auch manche, ja. Aber ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir uns auch hier zeigen, dass wir uns in unserer Kraft zeigen, dass wir einander unterstützen auch dabei. Und ja, dass wir also sehr berechtigt rumnörgeln an Dingen, wo unsere Nörgelei berechtigt auch ist und dass wir sie auf der anderen Seite unterlassen, wo sie nicht berechtigt ist. Ja, eben zum Beispiel auf irgendwelchen YouTube-Kanälen. So, da ist das absolut nicht berechtigt. Wenn dir also jemand etwas bereitstellt und du dann hinterher anfängst, an dem geschenkten Gaul rumzunörgeln, ja, statt deine Eigenverantwortung zu sehen für dein Potpourri an Wissen und an Bildung,
was du dir doch aussuchst und bereitstellst mit deinem eigenen Konsumverhalten. Aber das kannst du dir aussuchen. An anderen Dingen, die können wir uns gerade nicht aussuchen. Und daran ist unsere Kritik absolut berechtigt. Und also da müssen wir auch kritisieren. Also wir müssen wohlweislich unterscheiden, hier wo ist Nörglertum, also einfach nur Kinderstufe, und wo bringt uns auch das Nörgeln quasi ins Erwachsenen-Ich und wo wir es wirklich brauchen. Ja, in der Regel ist Angst ein guter Kompass und ein guter Zeiger. Nörgeln auf der Kinderstufe, das machst du dann, wenn dir irgendwas quasi unangenehm ist und so weiter und so fort und du es aber eigentlich ändern könntest, ja, indem du zum Beispiel das dann einfach nicht mehr guckst oder das für dich anpasst oder was weiß ich was. Das heißt, hier ist die Angst eher sozusagen in dem Nörgeln auf der Kinderstufe. Also zum Beispiel, da ist ein Content, der ist für mich vielleicht schwierig nachzuvollziehen, das macht mir Angst. Statt dazu zu lernen, versuche ich lieber den Content tot zu machen, ja, so. Und das Nörgeln auf der Erwachsenenstufe, da ist die Angst auf die Angst vor dem Löwen. Das ist wirklich dieses dem Löwen ins Maul schauen. Das ist diese Angst von wegen, wenn wir dann nörgeln, dann kriegen wir wieder gezeigt mit Macht und Gewalt, dass wir keine Widerworte haben dürfen. Das heißt, hier lenkt wirklich dann der Herzkompass und der sagt, nee, wir gehen da lang, wir nutzen unsere Chance, selbst wenn sie nur so klein ist. Und ja, genau. Also in diesem Sinne wünsche ich dir, dass du das gut schaffst, dass du gut in deine Löwenkraft kommst, in deine Selbstermächtigung kommst und wünsche dir alles Gute dabei. Also sei gesegnet, liebe Seele, lieber Lichtkrieger, und ja, bis bald. Tschüss.